Hallo! Hi Patrick, schön dich wieder zu sehen. Here comes the summertime. Corona, Pandemie irgendwie wie verpufft. Auf einmal schönes Wetter da draußen. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr heute hier bei uns seid. Und wir haben was ganz Spezielles für euch vorbereitet hier bei Wasser, Hopfen und Malz. Der Mike Schneckenberger, Bier- und Wassersommelier und meine Wenigkeit von Fine Liquids haben Wasser, Schorle, ein paar tolle Gläser und ein paar interessante Geschichten für euch. Mike! Genau, also die Grundidee ist heute eigentlich diese, für die heutige Folge, dass wir einfach mal zeigen, was Mineralwasser mit Fruchtsäften anstellen kann. Auch an die Gastronomie gerichtet, wo oftmals ja ein Wasser da ist, leider Gottes. Und man dieses Wasser eben für alles Mögliche benutzt, wie die Weinscholle, für die Saftscholle, fürs Radler. Und da sind nochmal große Unterschiede, die man beachten sollte. Und das kann man jetzt hier zum Beispiel mit einer klaren Rhabarberscholle am besten aufzeigen, weil diese hat eine gewisse Oxalsäure drin durch den Rhabarber und die kann die Mineralien wunderschön nochmal aufteilen. Sodass wir hier gleich ein optisches Spielchen haben, um das Ganze einmal darzustellen. Und dann könnt ihr mal selber entscheiden, oder auch du, Pat, wenn wir es dann probieren und trinken, welches du lieber trinken würdest, einmal von der Optik und einmal vom Geschmack her. Ich entnehme deine Aussage, Mike, dass du hiermit in Fachsprache zum Ausdruck bringst, es könnte sein, dass nicht jedes Mineralwasser sich eignet für eine Schorle. Genau, das haben auch die großen Mineralbrunnen ja auch erkannt und wissen das und machen dann eben ihre Schorleprodukte und Limonaden mit einem anderen Brunnen als mit dem Sportwasser zum Beispiel. Ja, das heißt also auch, es könnte durchaus sein, wenn ich mal irgendwo bin und mir schmeckt der Schorle nicht, dann liegt es vielleicht einfach auch an dem Wasser, das da verwendet. Genau, das liegt dann oftmals, wenn es also ein selbstgemachter Schorle ist, nicht außer schon fertig gemischt ist, vom Gastronomen selber sieht man ja, ob er hinter der Theke steht und selber einschenkt, dann ist oftmals das falsche Wasser. Okay. Wir haben heute zwei Wässer hier. Was haben wir denn auf dem Tisch stehen? Genau, wir haben einmal die Hornberger Lebensquelle. Ein biozertifiziertes, klimaneutrales Wasser aus dem Schwarzwald ist praktisch das Mineralwasser von der Ketterer Brauerei. Da gibt es eben eine Firma, die sich auf das Bio ein bisschen spezialisiert hat. Das Wasser gibt es auch fast nur in Bioläden zu kaufen, gerade hier in Baden-Württemberg. Wunderschönes Wasser gibt es auch naturell. Das Besondere hier, diese Lebensquelle, die kommt aus dem Berginneren raus und man hat einen Tunnel gegraben zur Quelle hin, den man auch unter besonderer Führung besuchen kann. Deswegen ist auch das Bild so hier drauf. Ah, wow. Und auch dort eben im Ort wird dieses Wasser eben auch benutzt für den täglichen Bedarf, auch im Haushalt, so wie ich das erfahren habe. Niedrig mineralisiert, wunderschönes Schwarzwaldwasser, kommt wie gesagt aus der Nähe von Nagold, die Ecke, wenn das jemand eher kennt als Hornberg. Ja, ist nicht so ganz bekannt, ne? Also ich meine, mir ist es ein Begriff, aber ich habe es schon lange nicht mehr gesehen und freue mich jetzt auf eine neue Begegnung mit der Hornberger Lebensquelle. Ich glaube, es ist auch eine gute Brücke von unseren letzten Sendungen, die wir gemacht haben. Da haben wir uns ja um die Mondfüllungen und so weiter gekümmert. Also ein Wasser, das ist nicht so ganz bekannt. Und hier am anderen Ende ein sehr bekanntes Wasser. Internationales Wasser. Gerolsteiner haben wir ja auch schon eine eigene Sendung gemacht gehabt mit der Fine Liquids Community. Hochmineralisiert, quelleigene Kohlensäure aus der Vulkaneifel. Gibt es auf der ganzen Welt zu kaufen. Nicht in allen Varianten, wie wir es in Deutschland haben, aber die klassische Variante, die Sprudel, die gibt es auf jeden Fall von Neuseeland unten bis nach Alaska hoch. Und die nehmen nicht den Weg so rum, sondern über den afrikanischen Kontinent kriegt man das Ganze, das Wasser überall auf der Welt. Ja. Ja, als Saft habe ich jetzt einfach nur dabei einen ganz einfachen Rhabarbersaft geklärt, also ein klarer Rhabarbersaft, kein Natur drüber. Oder Nektar, besser gesagt, aus dem ganz normalen Gefaco-Getränkemarkt. Da habe ich diesen geholt, kann man überall kaufen, gibt es von verschiedenen Firmen. Gibt es auch in Naturtrüb, aber in Naturtrüb kann man dieses Schauspiel, was wir jetzt machen wollen, nicht zeigen, weil dann ist ja die Farbe schon vorgegeben. Genau, dann wäre ja beides Naturtrüb, egal wie viel Wasser du da schüttest.
Ja, und es gibt auch gelben Rhabarbersaft, das ist immer je nachdem, was man. Also ich Unterschied, Saft und Nektar gibt es nochmal. Ja. Saft ist immer 100%, ja, ohne Zuckerzusatz, auch wenn dann hinten auf der Nährwerttabelle Zucker steht, aber die Früchte haben halt von Natur aus Zucker, steht auch oftmals drauf. Nektar klingt immer ein bisschen gesünder, ist aber immer gemischt mit Wasser und oft Zuckerzusatz dabei. Okay. Du hast auch gerade noch was? Ja, nee, mir ging es nur darum, also ich fand, als wir reden immer kurz, bevor wir diese Aufzeichnungen machen, darüber, was wollen wir machen, was passt, ja. Und Mike hat gesagt, hey, komm, jetzt kommt die Sonne raus, lass uns eben Richtung Frühlings- und Sommergetränke gehen. Und was passt da besser als ein Schorle? Ja. Ja? Und ehrlich gesagt war für mich damit das Thema schon erledigt, weil ich dachte, hey, Schorle, ja klar, natürlich. Ich bin jetzt gar nicht so der große Schorle-Trinker, aber das liegt eher daran, dass seit ich Papa bin, denke ich immer, nee, das ist ja die Schorle, das ist für die Kids und so, dass man lieber die das trinken. Ne? Und da trinke ich einfach nichts mehr. Das passiert mit den Bananen und mit den Äpfeln ganz genauso. Habe ich früher viel gegessen und denke immer, nee, ist für die Kids. Ne? Total bescheuert, ist aber so. Also das heißt, für mich war irgendwie das Thema schon geritzt, als ich gehört habe, wir machen Schorle. Da war für mich schon alles gut. Und jetzt kommt Mike und sagt, wir machen hier so ein Experiment und man wird da gewisse Dinge sehen. Und das finde ich dann schon wieder das, was Wasserhopfenmalz am Ende des Tages ausmacht, weil hinter den Dingen, hinter den Geschichten dann doch immer noch ein Kern steckt, der den allermeisten verborgen bleibt. Und davon gehe ich jetzt einfach mal schwer aus, weil wenn ich es nicht weiß, der ich praktisch tagtäglich mit Wasser zu tun habe, ja, und auch viel höre, was mich eigentlich gar nicht interessiert, aber ich bekomme es ja erzählt, wenn ich diese Dinge nicht weiß, dann weiß ich, dass es euch auch ähnlich geht. Und von daher bin ich jetzt echt gespannt, wohin die Reise geht mit dem Rhabarberschorle. Genau, auch deswegen wollten wir einfach Wasser haben, was wir überall im Handel kriegen, keine Premiumwasser, aber da ist genau der gleiche Effekt. Kommt immer darauf an, wie hoch mineralisiert das Ganze ist. Ja. Für unser Experiment haben wir mal zwei Karaffen, komplett leer, haben zwei Wasser mit Kohlensäure, damit es auch ein bisschen sprudelt, weil Scholle blank ist irgendwo ein bisschen langweilig. Ja. Funktioniert aber auch einwandfrei. Und den Rhabarbernektar. Jetzt versuchen wir mal, das Ganze in die Karaffe einzuschenken, indem wir praktisch die gleiche Menge an Saft und Wasser eben in der Karaffe haben, um dann eben nicht sagen zu können, ja, da war ja mehr Wasser drin oder da war ja mehr vom Rhabarber drin. Dann schenken wir einfach mal ein. Das Geräusch ist immer schön. Und wir haben eigentlich noch genug. Mal so, und jetzt schenken wir hier drüben ein, dass wir ungefähr die gleiche Menge haben. Ich warte extra, damit es jetzt hört. Und schauen wir mal, von der Menge her sind wir eigentlich ziemlich gut. Den heben wir mal auf. Ich stelle es einfach hier wieder zu. Und jetzt fange ich mit der Hornberger Lebensquelle an. Hier haben wir Natrium zum Beispiel von 1 Milligramm drin und Kalium von 1,6, Magnesium 2,1, an Chlor 1,5 und Kieselsäure, Nitrat, also alles schön niedrige Werte. Und wir versuchen das Ganze mal mit Gerolsteiner. So, schauen wir, ob der Zaubertrick funktioniert. Ich fülle gleich bei den anderen noch drüben auf. Oh, siehst du schon einen Unterschied? Mhm. Definitiv. Ich filme heute mal hier hinten mit, weil wir das praktisch wir können das nicht mit der Kamera von da vorne abbilden. So, wir schwenken mal ein bisschen hier. Das ist schon enorm. Wir schwenken hier mal noch ein bisschen. Ja. Ja. Und ich glaube, es ist mittlerweile schon sichtbar. Auch da hinten von der anderen Kamera, ne? Auch auf eurer Seite müsste es langsam sichtbar sein, was der Unterschied ist. Wir haben hier niedrig mineralisiertes Wasser. Wir haben hier hochmineralisiertes Wasser. So, und wenn ihr jetzt auch noch ein salzhaltiges Wasser habt, dann wird das Ganze nochmal kommen. So, und jetzt allein von der Optik her.
Welches sieht appetitlich aus? Welches sieht appetitlicher aus? Na, was sagt ihr? Geschmackssache, oder? Rechts oder links? Also ich meine, allein schon vom Hinschauen ist es keine Frage. Allein vom Hinschauen ist es keine Frage. Es ist eindeutig hier die Mischung mit der Hornberger Lebensquelle. Warum? Es ist total klar. Du kannst eigentlich durchgucken. Es ist wie, ja, es ist total präzise. Es sieht wirklich wunderbar aus, während das hier. Ich meine, guckt mal, Leute. Wäre das jetzt nicht da und ihr hättet keinen Vergleich, dann wäre das halt eine Schorle, da würdet ihr vielleicht gar nicht drüber nachdenken. Und das ist so eher der Punkt. Aber wenn man jetzt den direkten Vergleich sieht, ja. Also du siehst ja auf jeden Fall schon mal zwei Schichten, ja, dass sich die Schicht komplett unten absetzt. Ja. Ja. Wenn man das Ganze jetzt noch mit dem Löffel verrühren würde, wäre das komplett trüb. Ja. Geschmacklich werden wir gleich sehen, werden wir testen. Mhm. Ja, ob da auch mal ein Unterschied schmeckt. Ja. Vom Schorle-Produkt her jetzt. Aber allein die Optik ist ja schon. Wo man sagen kann, das ist total interessant und ich frage dich jetzt, wo sind denn die Kohlensäuregläschen abgeblieben hier in dem Schorle? Das wird natürlich mit aufgefangen. Ne? Also jetzt, wie gesagt, wir haben hier ein klassisches Wasser beim Gerold Steiner, aber manchmal ist es nur ein Mediumwasser. Aber allein die Kohlensäure-Darstellung im Wasser sieht eigentlich wesentlich angenehmer aus, trotz Mediumwasser. Und die Kohlensäureperlen werden hier komplett aufgefressen. Wahnsinn. Ja, und das ist wie gesagt, wenn ihr jetzt dann eben in Zukunft vielleicht mal eine Schorle trinkt, und es geht halt mit der Rhabarberschorle halt wunderschön darzustellen durch diese Oxalsäure, ja. Die da drin ist. Aber das genau das Gleiche passiert mit dem O-Saft. Ja? Der ist ja schon trüb, aber genauso das Gleiche, was dann gleich der Geschmack angehen wird. Die Unterschiede finden da genauso statt, bei der Apfelschorle findet das genauso statt. Da ist die Trübe dann nicht ganz so extrem, aber man kann es dann auch eben feststellen, ob man ein Schorle-Produkt so oder so hat. Aber Mike, lass uns doch mal ganz kurz klar machen, weil wir ja, ich würde mal sagen, in so einer Art Welt leben, in der jeder immer gleich daherkommt und rummault oder alles besser weiß. Ich möchte kurz drüber reden, nur weil diese Schorle-Mischung so aussieht, ist das hier kein schlechtes Wasser. Auf keinen Fall. Der Punkt, die Wasser sind alle top. Genau, und das ist nämlich genau das, worum es geht. Wenn Mike sagt, wenn der Gastronom, wenn der Chef, wenn das Restaurant eben nur ein Wasser anbietet, ja, dann ist es eine ökonomische Entscheidung oder eine regionale Entscheidung oder eine Entscheidung wieder besseres Wissen. Oder des Pachtvertrags. Genau, das heißt, man nimmt halt eben das Wasser für alles, was man anbietet, weil man eben dieses Wasser hat. Ja, und Gerold Steiner ist eben dann vielleicht für genau diese Art Getränk nicht die erste Wahl. Wohingegen Gerold Steiner zum Beispiel nach dem Sport oder für ganz andere Dinge natürlich die erste Wahl ist und ein wunderbares Wasser dafür. Das möchte ich aber auf jeden Fall klarstellen. Auf jeden Fall. Also es ist kein schlechtes Wasser, überhaupt kein schlechtes Wasser. Hier geht es einfach nur um aufzuzeigen, wie unterschiedlich die Wasser auf andere Produkte fungieren. Ja. Ja, das ist genauso auch Geschmack. Man kann eben auch nicht jedes Wasser, jedes Bier, jeden Wein zu jedem Essen dazu nehmen, weil einfach da die Disharmonie entsteht. Ja. Und hier ist wie gesagt auch, lest mal nach auf der, ich weiß es jetzt nicht auswendig, aber ich gehe stark davon aus. Bei Gerold Steiner wissen wir ja, dass klassisch Medium eine Quelle und die Naturell-Variante ist eine komplett andere Quelle. Hm. Auch in Gerold Steiner, aber eben ein zweiter Brunnen. Ja. Mit anderer Mineralisierung. Und da ist es dann eben auch so, dass die für ihre Produkte wahrscheinlich die quelleigene Kohlensäure benutzen, aber das Wasser aus der Naturellquelle ziehen. Mhm. Gehe ich stark davon aus, weil ansonsten hätten sie alles in diesem Bereich. Sportgetränke werden immer trüb aussehen. Das weiß man von Sportlimonaden und sonst irgendwas. Die sind immer etwas herber, die sind etwas dunkler, etwas naturtrüber das Ganze. Klar, hohe Mineralisierung und es passiert immer dieser Effekt. Okay. So. Mike, was soll ich sagen? Ich habe einen großen Durst. Ja, aber wir fangen mal mit dem an, oder? Okay. Let's go. Dann. Cheers, mein Freund. Cheers. Einmal riechen. Einmal riecht dieser. Fruchtig schräg. Boah.
Ganz, also wenn man das, wenn ihr das riechen könntet, das würde der Rhabarber wirklich direkt in die Nase kommen. Ja. Ja, also. Wie wenn ich den frisch brech in der Obstabteilung oder zu Hause am Küchentisch. Und ja, ja. Wir haben jetzt ja auch alles bei Raumtemperatur. Mhm. Wir haben jetzt keine Kälte oder irgendwas. Weil man auch sagen kann, klar, wenn es unterschiedlich kalt ist, kann es auch passieren. Aber wir haben jetzt wirklich alles gleich temperiert, aus den gleichen Ecken im Zimmer geholt. Wir haben jetzt hier nichts, wo der Kälteunterschied da ist. Also erstmal schöne Mischung gemacht. Ja, na passt. Tollen Saft mitgebracht, also man schmeckt die Süße. Klar, die Fruchtsüße, aber na klar, das ist ein Rhabarbersaft. Also ich habe schon ewig keinen mehr getrunken, ey. Wirklich schon ewig. Aber ich habe dieses Frühjahr, jetzt vor 2 Wochen oder so, habe ich den ersten Rhabarber gebrochen im Garten. Große Blätter. Habt ihr sowas mal gesehen? Geil. Ist auch in den letzten, sagen wir mal, 5-6 Jahren ist Rhabarber wieder groß am Kommen. Mhm. War früher, ich kenne es als Kompott früher von der Oma, was die immer gemacht hat. So ein bisschen gallertartig dann als Nachtisch. Mhm. Muss man mögen. Mhm. Ich mag den Geschmack. Aber so Scholle und Rhabarber-mäßig ja. Ist auch von den großen Getränkeherstellern mittlerweile wieder groß aufgenommen worden, sagen wir in den letzten 5-6 Jahren. Ja, das ist super lecker. Weißt du was, Mike? Ich hole jetzt mal noch ein zweites Glas, weil ich glaube, ich möchte das nebeneinander trinken. Ich möchte es. Ich hole noch ein zweites Glas, weil ich glaube, das muss ich mal im Vergleich dann trinken. Dranbleiben. Ich schenke dabei noch mal ein. Ja, meine lieben Liebenden, da kommt er. Da bin ich wieder. Weiter geht's. So, dann, ja, bitte, der Herr. Du siehst also, die Trübe ist mittlerweile durch. Ja, jetzt haben wir sogar 3 Schichten. Da oben ist es noch ein bisschen klar. Dann hier trüb, ganz viel trüb. Und hier unten dann mehr Farbe. Ja. Mehr Farbe. Ja. Und hier oben siehst du... Wie Belag. Wie Belag, wie Belag. Ja, was du da durch die Kohlensäure, was du hier dann auch nicht hast. Ja. Ist einfach jetzt schon die Mineralisierung. Du siehst, wenn du die Karaffe ankippst, ja, siehst du schon die Mineralisierung in der Karaffe drin. Ja. Seht ihr, ich lerne nicht aus. Ne? Also es ist tatsächlich so, ich habe vorhin mit unserem Host, mit unserem Local Host. Du siehst die Kohlensäure? Ja. Also sie ist definitiv noch da, ja? Ja. Ja, komisch, guck mal, wenn du es jetzt im Glas hast, ne, und nicht in der Menge, ist es auch nicht mehr ganz so. Von daher fällt es natürlich dann auch im Restaurant gar nicht so auf, wenn du eben das nicht daneben hast. Ne? Das ist schon so. Aber es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wie Tag und die Nacht. Olympischen Spiele zu Hause im Dorf und die Olympischen Spiele Bronzemedaille im internationalen Wettbewerb. Ja? Unglaublich. Ja, das kann man sich so gar nicht vorstellen, wenn man es nur erzählt. Ja. Dann sagt man, ja, erzähl ruhig, ja, aber wenn man das wirklich vorführen kann und vorführt, dann kommt so das große Aha-Erlebnis. Ja. Ich muss das jetzt nochmal so vom Nahen filmen, weil ich glaube, das muss man schon noch mit reinschneiden für euch dann. Noch ganz kurz zur Karaffe, weil wir jetzt da hier das tatsächlich so extrem sehen mit der Mineralienablagerung. Unser Local Host Guido Wolf von Paradise Your Home, der uns hier die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt. Danke. Danke, Guido. Der hat ja wunderschöne Glaskaraffen und eigentlich habe ich die schon gebucht gehabt und dann, als er hört, was, ihr macht Fruchtscholle da rein, sagt er, nee, das könnt ihr da nicht reinmachen. Ne? Und das ist natürlich dann auch so ein Punkt, das ist ganz klar, da musst du halt auch dran schrubbern. Wir haben auch besser ein Programm wie Radenska aus Slowenien oder Roy. Sogar bei Nevas Water mit dem hohen Kalziumgehalt ist es auch so. Werdet ihr vielleicht merken, wenn ihr diverse mal bestellt und dann ein Glas einschenkt, dass die Gläser relativ schnell beschlagen. Das ist aber Natur und das hier ist auch Natur. Das heißt aber trotzdem, ihr müsst euch echt Mühe geben beim Saubermachen, sonst kann es euch echt passieren, dass ihr. Und das ist. Jetzt weiß ich wo! Herrschaftszeiten! Ihr müsst aufpassen, dass euch die Sachen nicht kaputt gehen. Ich habe schon Wässer getrunken, die so hoch mineralisiert waren und habe dann diese Gläser stehen lassen. 2 Stück.
Und geschrubbt und kaputt. Und am nächsten Tag habe ich den nicht mehr sauber bekommen. Okay. Ja, jetzt siehst du ja auch, jetzt bildet sich hier oben schon ein neuer Rand. Ja, ja. Ja. Der einfach dann da ja. Und die nächste Mineralienlinie ja. Ist auch dabei schon. Ja. Okay, lass uns das mal kosten genau. Hier. Dann auch erst wieder einmal die Nase. Das riecht irgendwie wuchtiger. Und breiter. Und das riecht fruchtiger. Genau. Also ich finde, es riecht klarer, fruchtiger. Klarer, angenehm und das zieht mehr in die Säure, sage ich mal, mhm. die Nase. Ja, nicht so. Erkennbar auch als Rhabarber. Mhm. Ja. Okay. Dann lass uns. Schau mal ins Glas. Ja, ich habe es gerade gesehen und gedacht, wow, da flockt ganz schön das Mineral ja, aus. Aber auch hier unten, also ja. Du hast sie richtig halber, wenn du es schüttest, ja. Ja. Es schiebt dir komplett die Mineralien jetzt nach unten. Ja, richtige Schlieren, Wahnsinn, Wahnsinn. Wahnsinn. Und du das, schau mal, wenn du das einmal schwenkst, dann siehst du richtig, da kommt so ein richtiger Film nach unten. Ja. Und das ist wie... Ich weiß nicht, ob man das wirklich haben will. Ne? Mhm. Im Glas, es fällt dir nicht auf, wenn der Gastronom, alle kriegen die gleiche Scholle, weil er benutzt das gleiche Wasser. Ja, aber und tatsächlich, wenn ich das jetzt trinke, geht es mir irgendwie so, dass ich denke, also das ist jetzt echt so eine Erfahrung, wie ich sie ganz ungern habe im Restaurant, da denke ich, ich glaube, ich habe das falsche Getränk bestellt. Ja. Ne? Das geht euch manchmal auch so, ne? Bestellst was, freust dich riesig drauf und dann schmeckt dir nicht, weil vielleicht ist das Wasser abgestanden oder die Mischung ist nicht deine Mischung. In dem Fall wäre es für mich jetzt so, ich finde, das ist zu, ich nenne es jetzt mal breiig, zu breit. Da passiert zu viel, ohne dass es irgendwie klar wäre, was mir da entgegenkommt. Genau, das, was in der Nase erstmal ankommt, die Rhabarber, das kommt auf der Zunge gar nicht rüber. Das bremst, die Mineralien, die schieben sich so rein. Man hat sich das Schleimige so ein bisschen auf der Zunge, finde ich. Ein bisschen diesen Belag einfach von den Mineralien, was du ja sonst auch hast. Ja, also im direkten Vergleich ist, das ist halt hochpräzise, ne? So klar wie das, was da drin ist, so klar ist es auch im Mund. Selbst die Fliege hat sich jetzt hier nur für die klare Scholle entschieden. Alles einfach, das macht keinen Spaß gerade. Ne? Ja. Von der Optik her. Und trotz, dass es eigentlich mehr Kohlensäure hat als das, ist das wesentlich erfrischender. Ja. Was hier auch jetzt der Fall ist, ich hab vorhin gesagt, breiig. Für mich ist hier nicht mehr klar zu definieren, wo fängt Wasser an, wo fängt Schorle an. Das ist wirklich so wie zusammengebacken und dann aber nicht aufgegangen. Wir hatten die Tage mal ein Tasting, wo wir Eiswürfel in Whisky hatten, was ich sonst nicht mache. Aber da war es so, dass praktisch ganz klar war, hier bin ich Wasser und hier bin ich Whisky. Ja, ja. Und da, wo wir zusammenfließen, da harmonieren wir. Genau. Und das passiert hier auch. Da, wo das zusammenkommt, da harmoniert es einwandfrei. Aber hier harmoniert halt gar nichts. So, ne? Das ist einfach das nur ist auch die Farbe bleibt. Stumpf, ne? Stumpf, auch stumpf, ja. Die Farbe bleibt. Und hier hast du einfach dann weiterhin... Ja, du siehst da nochmal die Schicht. Die ganzen Mineralien, die werden jetzt nach unten getragen. Dann hast du irgendwann hast du genau den anderen Effekt, dass es nicht oben trüb ist, sondern nur unten trüb ist. Aber es ist geschmacklich. Ja. Also wer uns folgt bei Fine Liquids, ihr könnt mal gucken, Fine Liquids, ich mache so Restaurantkritiken auch. Ich bin kein Michelin-Kritiker oder sowas. Ich bin der Wasserkritiker. Das heißt, ich gucke auch immer so ein bisschen auf die Karten und schaue, was haben die denn, was bieten die an. Viele besser will ich gar nicht, die bestelle ich mir nicht zum Essen, weil ich finde, die passen nicht. Aber ich schreibe dann praktisch in meine Kritiken immer rein, hat mir gut gefallen, schönes Ambiente, gute Wasserauswahl. Oder ich würde mir noch ein anderes Wasser wünschen. Also ich mache das freundlich, ich bin keiner, der vernichtet oder so. Und wenn mir was gar nicht gefällt, dann muss ich auch so ehrlich sein und sage, nee,
Also das mache ich nicht, ich werde dem jetzt nicht öffentlich da was reinschreiben. Aber das ist meine Art, den Gastronomen zu sagen, da kann man noch was tun. Genau, genau. Also man soll ja irgendwie, wenn man etwas nicht mag, oder das ist ja mein eigener Geschmack irgendwo auch, eine eigene Philosophie, nicht negativ schreiben im Sinne von alles SCH, ja, und unfreundlich oder sonst irgendwas. Man kann das Ganze auch schön formulieren. Das ist wie bei einer Beurteilung. Ja, er hat sich die beste Mühe gegeben, dann kann jeder rauslesen, was da los ist. Mhm. Ja, oder war stets bemüht. Und da ist genauso, dass man dann einfach sagt, das Essen war gut. Für mich hätte es ein bisschen mehr Salz sein können. Ja, aber das sind eben auch wieder, was will der Gastronom machen? Ja, deswegen steht oftmals Salz, Pfeffer eben auf dem Tisch, ja, dass man selber nachwürzen kann, weil der eine oder andere mag es dann eben doch nicht so salzig. Aber das ist auch noch konstruktive Kritik, damit genau, kann der Gastronom ja auch damit was kann anfangen. Der Gastronom was anfangen. Ja, und das ist genauso wie da, hey, deine Scholle, ich finde es geil, dass du da 5 Scholle hast, frische Scholle, aber du hast leider das falsche Wasser dazu. Ja. Das noch beim Wein würde das Gerolsteiner, ja, das würde auch zum Weinen passen. Ja. Also das habe ich hier auch einen Belag auf der, ja, das ist trocken an den Zähnen. Ne? Ja. Eins noch, ich finde, dass halt hier der Rhabarbersaft immer noch so genauso brillant da ist wie vorhin. Und wir haben jetzt hier beide unsere trüben Saftschorlen schon leer. Und mein Grund dafür war, ich will es weghaben. Genau, und mit dem anderen Nachspül, dass man den Geschmack weiter auf der Zunge hat. Genau. Also, ihr Lieben, wenn ihr also in einem Restaurant seid, in einem Biergarten, ja genau, wenn ihr irgendwo draußen sitzt und ihr bekommt so eine trübe Schorle, dann wisst ihr in Zukunft, aha, viele Mineralien, vielleicht gar nicht das richtige Wasser, kann man so rückmelden. Weil ich nämlich wirklich auch glaube, oder wir glauben, dass das viele gar nicht wissen. Viele gar nicht wissen, ich wusste es nicht. Und viele Gastronomen sind hobbymäßig unterwegs, ja. Ja. Gerade was auch Sportvereine oder so kleinere Gaststätten oder ja, im Tierpark oder sonst irgendwo. Ja, und dann, die machen das voller Freude und voller Hingabe und haben halt nur ein Wasser und sind vielleicht auch froh, wenn man dann dadurch das Geschäft des anderen anheben kann oder, ja, oder beleben kann, einfach indem man weiß, oh, probiert es vielleicht selber, ja, und dann kannst du dann eben auch sagen, hier, schau mal selber und das, was würdest du jetzt selber trinken wollen. Das heißt nicht, dass ihr immer eine Flasche Wasser dabei habt. Ja, aber ihr wisst, was wir meinen, ne? Also keiner von uns lässt dem Gastronom durchgehen, wenn du ein blutiges Steak bestellst und dann ist es halt komplett durch. Dann sagst, ja, du auch, hey Freund, das war jetzt gar nichts, also hat mir nicht gefallen. Und nur wenn du ihm sagst, was genau dir nicht gefällt, dann kann er es besser machen. Und ich glaube, jeder Gastronom, der über den Sommer einen anständigen Schorle serviert, wird auch verdammt viel Schorle verkaufen. Auf jeden Fall. Und wenn er keinen guten Schorle verkauft und nicht weiß, dass das vielleicht das Problem ist, dann helft ihr ihm mit guter Kritik natürlich auch für bessere Produkte. Und wenn es zum Beispiel jetzt in eurer Region ist, helft ihr euch selber ja damit, weil ihr dann das bekommt, was ihr eigentlich wollt. Und wenn es der Gastronom eures Vertrauens ist, dann hört er euch in je zu. Und ist über jede Kritik dankbar. Ja, wie es Pat sagt, es fängt beim Fleisch an oder Salat, ja, wenn er sagt, der Bohnensalat war nicht gut, der da drauf war, ja, das passt nicht. Oder in Bayern gibt es oft Kartoffelsalat dazu. Ja. Mhm. Wenn man das dann eben nicht sagt, weil es eben, oder wenn jemand allergisch ist, sagt er ja auch, was er nicht drauf haben will. Ja. Aber es bleibt auch für euch zu Hause wichtig, ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Geburtstagsfeier habt, ja, das ist ja so ein typisches Event für Schorle, Getränke. Ja. Und es gilt natürlich für jede andere Familienfestivität auch. Da willst du ja auch eigentlich, was machen wir? Wir kochen gut, wir geben uns alle Mühe und dann schickt man uns Männer los, die Getränke holen. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir kaufen die fertig gemischten Genusslimonaden oder wie auch immer. Kannst ja nichts falsch machen, wenn du weißt, dass dir das schmeckt. Fertig. Aber wenn du jetzt wirklich das den Leuten überlassen möchtest, dass die sich ihre Schorlen selbst mischen, wäre es natürlich prima. Du weißt, dass eben ein hochmineralisiertes Wasser genau dafür nicht unbedingt die beste Wahl ist. Und deshalb machen wir so eine Sendung für euch. Genau. Oder bei Hochzeiten, ja. Ja. Also lieber so eine Scholle hinstellen, als dann so eine. Weil genau, die bleibt definitiv übrig. Genau. Das ist ja auch so was. Es sieht nicht schön aus auf dem Tisch, ne? Und dann. Und dann die Reinigungsarbeiten, ja. Und wie gesagt, ne? Sieht jede Lagerstelle, wo das Getränk war und die Schlieren, man sieht es.
Ja, wir müssen jetzt nochmal mischt. Ja. Ja, jetzt kommt der ganze Satz nach oben. Genau. Und genau aus dem Grund, ihr Lieben, müssen wir jetzt an der Stelle für heute Ende machen, weil ich kriege nämlich fast schon Panik und denke, oh mein Gott, ich will so schnell wie möglich die Sachen sauber machen. Er hat nur Angst, dass der Guido schimpft. Ja, natürlich. Das ist nicht meine Karaffe, aber mir geht es auch so ein Stück weit um die Gläser. Ja. Ernsthaft? Nee, es ist wirklich so. Also wenn ihr sowas seht, merkt euch, macht es lieber gleich weg, weil wenn ihr es einen Tag stehen lasst, dann kriegt ihr da ehrlich Schwierigkeiten. Auch die Spülmaschine macht es nicht weg. Mhm. Also Kalkränder, genau, ja. Kalkränder, ihr kennt es vom Wasserkocher. Ja, Heidenarbeit. Ja. Und da genauso. Ja. Ja, Mike, vielen herzlichen Dank für diese wunderbare Einsicht. Das war schlicht und einfach und doch informativ. Sehr erhellend. Vielen lieben Dank. Auf und ab in den Sommer. Wir wünschen euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.